Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich wirklich sehr, wieder heute das Webinar mit Mario zu veranstalten. Gefühlt eine Ewigkeit her, dass ich mit Mario ein Webinar zusammen hatte. Also vielen Dank, Mario, dass du heute wieder die Zeit gefunden hast für uns. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die live dabei sind für das Interesse und dass sie entsprechend ihre Zeit hier investieren. Aber bevor ich den Bildschirm dann final übertrage, müssen wir wie immer den Risikohinweis kurz besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und bitte diese Veranstaltung entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Die Bühne gehört dir und ich wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön, Nelson. Und ja, guten Abend in die Runde. Freue mich heute wieder mal, den großen Marktausblick zu machen. Wir haben ja eine sehr, sehr schöne Marktphase, wenn wir auf die großen Indizes Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, aber auch in Deutschland schauen und möchte gerne in der nächsten Stunde mit euch gemeinsam die verschiedenen Indizes uns anschauen, dann natürlich aber eben auch Fragen zum Thema Trading besprechen und natürlich auch einzelne Aktien. Da wäre es nur schön, wenn ihr Aktien habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, das Kürzel bitte mitzuposten. Das spart viel Zeit und somit können wir die Zeit optimal nutzen. Gut, schauen wir aktuell auf die. Sehen wir deinen Desktop und nicht deine Präsentation, falls. Das ist auch super, wenn ihr das seht. Dann rede ich auch nicht ins Leere hinein. Das ist der Vorteil, wenn man viele Monitore hat. Jetzt müsste es passen, ja. Hoffentlich. Ja, super. Dann starten wir mit dem S&P 500 Index. Und was wir gesehen haben in den letzten Wochen, ist eigentlich eine wunderbare Rallye, die ihr Tiefpunkt hier, wie schon zu erwarten, Anfang Oktober hatte. Das ist ja saisonal, sehen wir das ja sehr häufig, dass im Oktober eine Wende kommt, dass es jetzt vom Timing her wirklich so genau passt. Das ist ja für den amerikanischen Markt eher untypisch, da startet die Aufwärtsbewegung meistens ein, zwei Wochen später als im deutschen Markt. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das anschauen, hier die Rallye, die wir vom Tief zum Hoch gesehen haben, zu heute rund 9%. Das ist mehr, als der Index normalerweise im Durchschnitt macht. Daran sieht man schon, wir haben eine starke Rallye. Ich habe auch in den letzten zwei Wochen schon im Wochenausblick angedeutet, dass wir nicht auf große Korrekturen hoffen dürfen. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, auf die man wirklich achten sollte. Normalerweise ist ja so, dass wir immer regelmäßig Korrekturen sehen in den Märkten, dass diese Rallye jetzt so stark und ohne große Korrekturen vorangeschritten ist, ist zum einen dem geschuldet, dass natürlich im Herbst sowieso eine starke Rallye statistisch gesehen häufig ansteht, immerhin von 8 von 10 Jahren. Aber vor allen Dingen sind natürlich dadurch, dass wir im Vorfeld keine größeren Korrekturen auf diesem Weg gesehen haben, haben halt viele Anleger und auch viele Trader das Problem, dass sie noch nicht voll investiert sind. Als Investor bin ich schon voll investiert, da habe ich dieses Problem nicht. Als Trader ist es aber tatsächlich so, dass es immer schwierig ist, natürlich auf diesem Weg, wenn es keine großen Korrekturen gibt, im Index tatsächlich dann entsprechende Einstiege zu finden. Deswegen nutze ich eben zu über 90% die Aktien, um dort einzusteigen, weil dort finden wir eigentlich immer Korrekturen und kommen so tatsächlich dann auch sehr gut in die einzelnen Positionen hinein. Wenn wir uns das Ganze auf dem großen Bild anschauen, da sehen wir ganz gut, dass der Markt hier einen wirklich sauberen Trend hingelegt hat, hier herauf, hier herunter und jetzt die Bewegung nach oben. Und innerhalb dieses Trends natürlich gibt es natürlich auch einen kleineren Trend, das ist dieser hier, der dann hier nach oben zeigt. Kleinen Moment einmal gerade. So, bin wieder da. Das heißt, wir haben hier im S&P ein sehr, sehr sauberes Bild. Vor allen Dingen, seit wir hier durch das letzte hochgegangen sind, bei ungefähr 4.000
540 Punkte. Seitdem ist der Markt hier nur einmal noch kurz zurückgekommen und dann sauber nach oben gelaufen. Es ist natürlich immer so das Ding, dass wir natürlich hier in dieser Phase, als der Markt hier heruntergekommen ist, im September auch Trendbrüche gesehen haben. Deswegen hat das auch hier natürlich ein bisschen gedauert. Das ist auch saisonal sehr typisch. Was wir jetzt sehen, ist aber ein sehr sauberes Bild. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf, weil wir sehen auch, die Volatilität ist sehr stark zurückgegangen. Also wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Marktumfeld und alle Crash-Propheten, die immer wieder zu hören sind, wenn es denn soweit kommt, dann sehen wir das Ganze auch im Chart. Aber solange das Bild eben so sauber ist wie das, was wir momentan sehen, bin ich soweit, dass ich sage, okay, ich bleibe einfach long dabei mit den Positionen, die ich derzeit im Depot habe. Würde jetzt keine großen neuen Positionen aufbauen, bevor wir nicht in eine Korrektur gehen. Aber diese Korrektur wird wahrscheinlich genau wie diese Korrektur nicht sonderlich groß sein. Denn das ist das, was ich letzte Woche schon im Wochenausblick gesagt habe. Es wird eine Korrektur kommen, allerdings wird diese sehr kurz sein und auch sehr flach. Und das haben wir hier auch gesehen. Der Markt ist hier also nach zwei Tagen sofort wieder auf neue Hochs hochgelaufen. Ähnliches Bild sehen wir im Dow Jones Index, den ich normalerweise gar nicht so oft auf dem Plan habe. Warum? Weil der doch sehr groß und sehr schwerfällig ist. Nichtsdestotrotz auch hier einmal der kurze Blick auf den Markt, das sieht man ganz gut. Auch hier haben wir neue Hochs markiert. Also auch hier gibt es überhaupt gar keinen Grund, daran zu zweifeln, dass dieser Trend weiter nach oben geht. Wenn wir uns den Nasdaq-Index anschauen, auch der sehr sauber vom großen Chartbild. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, sehr sauber auch nach oben gelaufen. Und auch wenn wir uns hier die letzten Wochen seit Anfang Oktober anschauen, hier dieser kleine Trend, der hier hochgegangen ist und dann in einem komplett hochgezogen, ohne eine nennenswerte Korrektur. Hier haben wir mal 3-4 Tage Innenkerzen gehabt, aber das war es auch schon gewesen. Danach ist der Markt hier weiter nach oben gelaufen. So, das heißt, im amerikanischen Markt gibt es einfach ein Bild, wo man einfach sagen muss, da muss man eigentlich drinne sein in diesem Markt. Man kann auch eigentlich nur hoffen, dass die meisten Trader jetzt auch drinne sind in diesem Markt, auch die Investoren, weil es ist einfach ein Marktumfeld, so wie wir uns das im Herbst wünschen. So, und soll man jetzt noch draufspringen? Ich selber mache das nicht mehr. Wie gesagt, der Markt ist mir jetzt hier zu weit gelaufen. Wir haben es ja vorhin beim S&P gesehen, 9%, wenn wir hier das Ganze im Nasdaq anschauen, es ist sogar noch krasser mit 13%. Das heißt, ich warte hier auf einen Rücksetzer, bevor ich neue Positionen aufbaue. Ich bin auch zwischenzeitlich gut engagiert. Wir haben ja auch im Rahmen des Screening-Dienstes einige neue Titel in den letzten Tagen auch noch aufgenommen. Das heißt, da kann man ganz klar sehen, auch diese Titel haben sich in den letzten Tagen sehr gut dargestellt, wie fast alles. Weil wenn natürlich der Markt nach oben läuft, dann ist es eigentlich keine große Kunst, Gewinne an den Börsen zu machen. Ich habe auch gestern und vorgestern ja die Post gemacht, wie der Oktober gelaufen ist, mit 9,7% plus im Trading-Konto. Also von daher, auch da kann man ganz gut sehen, dass das Ganze wirklich im Moment nicht so wahnsinnig schwierig ist. Schauen wir auf den deutschen Markt. Da sind wir jetzt an den Hochs angekommen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit man es besser sehen kann. Der deutsche Markt ist nicht so schön gelaufen in den letzten Wochen und Monaten, sind jetzt aber hier an den Hochs halt angekommen. Ich zeichne das mal hier oben die Horizontale kurz ein. Da sieht man das ganz genau, dass wir da wirklich gerade dranhängen, genau an dieser Marke, über die wir am Montag noch bei uns im Wochenausblick gesprochen haben. Auch hier einmal der kleine Trend, den wir hier sehen. Hier gibt es deutlich mehr Korrekturen. Hier auch nochmal sehr schön zu sehen. In der Korrektur die Umkehrkerze, also spätestens da sollte es jedem klar gewesen sein, okay, jetzt kommt der Anlauf auf das Hoch. Jetzt wird es entscheidend sein, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Wie gesagt, ich finde, dass es super spannend ist in diesem Bereich, weil der Markt eben, vor allen Dingen der amerikanische Markt, reif ist für eine Korrektur. Wir haben auch schon die ersten Anzeichen dazu im Bereich der Volatilität in den letzten Tagen gesehen. Das heißt, der Markt ist zwar noch auch heute noch mal angestiegen, auch gestern, aber ob sich das weiter fortsetzt oder ob wir jetzt hier eine kurze Pause einlegen, das bleibt eben abzuwarten. Trotzdem kann man sagen, es macht Sinn, jetzt auch im deutschen Markt wieder nach Aktien zu schauen, vor allen Dingen, wenn wir die 16.000er Marke dann tatsächlich auf Schlusskursbasis überbieten.
Besonders stark in den letzten Tagen ist der MDAX. Der hat zwar noch keine neuen Hochs, aber hier ist auch sehr schön zu sehen, dass er jeden Tag ein Stück weiter nach oben springt. Auch hier, wenn wir uns anschauen, gut 7% zum jetzigen Bereich, 8% war es auch schon. Das heißt also, auch hier kommt der Markt hoch. Die Bewegung ist genauso stark wie in S&P 500. Allerdings, wie gesagt, wir haben die Hochs noch nicht herausgenommen. Da bleibt es also noch abzuwarten. Das heißt, erster Punkt, wenn ich investieren möchte oder traden möchte, es ist der amerikanische Markt, es ist der S&P 500 und der Nasdaq und es sind weniger im Moment die deutschen Werte. Da bei den News natürlich immer einen Blick drauf werfen, ob es da gerade vielleicht auch Aktuelles gibt, aber sonst grundsätzlich bin ich eher bereit, eben im amerikanischen Markt meine Trades aufzusetzen. Kommen wir zum Schluss noch kurz zum Bund Future und dann würde ich sagen, schauen wir gleich auch auf die einzelnen Titel. Beim Bund Future kann man ganz gut sehen, dass wir die Hochs schon lange hinter uns gelassen haben und dass der Markt jetzt gerade in den letzten Wochen eher schwach ist. Ist ein Markt, in dem ich zurzeit überhaupt nicht aktiv bin. Wir haben auch diese Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, zwischenzeitlich auch gebrochen. Auch das Vorgehen ist hier immer im Großen und Ganzen eigentlich gleich, wenn man sich den Trend hier anschaut. So, hier gab es noch neue Tiefs. Dann sind wir hier jetzt heute mit dem heutigen Tag, kam es hier zum Trendbruch. So, das heißt also, ist eh eine trendlose Phase. Lange Rede, kurzer Sinn, der amerikanische Markt sieht sehr gut aus, der deutsche Markt kommt langsam und mehr gibt es eigentlich auch gar nichts in diesem Bereich. Wie gesagt, der Bereich der Edelmetalle lasse ich mal aus, weil ich den auch aktiv relativ wenig handle, außer mit Investmentstrategien, aber rein tradingmäßig eben nicht. Gut, dann würde ich mal schauen, was es an Fragen gibt. Und dann schauen wir einfach mal durch. So, wie kann man jetzt in Tesla einsteigen? Fragt Dagmar. Ja, da stellt sich die Frage, warum nicht schon früher? Weil die Tesla-Aktie ist explodiert, die hat 50% gemacht innerhalb der letzten 4 Wochen. Wir haben im Rahmen der Trader-Ausbildung vor 4 Wochen, das war genau hier, an diesem Tag gewesen, als die Ausbildung gewesen ist. Und da haben wir darüber gesprochen, dass Tesla, das war ja ein News-Trade, der hier entstanden ist. Tesla hat eine positive News rausgebracht. Wir hatten auch 2 Ingenieure bei uns innerhalb der Ausbildung, die gesagt haben, die Nachricht von Tesla ist sehr gut. Was dann ein bisschen verwundert hat, ist, dass die Aktie dann tatsächlich noch 3, 4 Tage seitwärts gelaufen ist, bevor es dann final zu dieser starken Bewegung nach oben gekommen ist. Jetzt den Einstieg zu machen, ist natürlich super, super schwierig, sag mal, weil die Aktie nicht wirklich gut korrigiert. Das haben wir auch schon sehr häufig bei Tesla gesehen, auch im letzten Jahr nach den News. Wir haben da ja oft drüber gesprochen. Du kennst die News vom Aktiensplit angefangen über Battery Day. Alleine diese beiden Trades haben ja 90% Performance im letzten Jahr gebracht. Und wir sehen auch hier, die News hat wieder 50% bis jetzt gebracht. Das heißt, da ist es eigentlich wichtig, dass man bei den News immer auf dem Laufenden bleibt. Das, was wir ja auch innerhalb der Trader-Ausbildung besprochen haben, da wirklich immer den Blick drauf zu haben und dann das entsprechende Einstiegssignal dann auch sofort umzusetzen. Denn wie gesagt, Tesla gibt einem wirklich wenig Chancen, dann tatsächlich dann hineinzukommen. Hier hat der Markt mal 2 Tage korrigiert. Auch hier, ne, ein Tag mal ein bisschen schwächer, ein Tag korrigiert. Also man sieht, es gibt hier nicht die Möglichkeit mal, dass man mal sieht, dass es hier über 3, 4, 5 Tage irgendwie eine vernünftige Konsolidierung gibt, sondern der Markt läuft einfach immer weiter nach oben. Also ich würde jetzt nicht mehr nachspringen bei dieser Position. Wenn man diese Bewegung nach oben nicht mitgenommen hat, dann würde ich einfach sagen, okay, dann ist es einfach so, sondern da würde ich eher abwarten, auch wenn die Aktie vielleicht jetzt noch weitere 10, 20% macht. Okay, bitte besprechen Netflix. NFLX. Ja, auch sehr spannend. Netflix ist eine Aktie, die wir ja auch sowohl im Screening-Dienst haben. Erkennt ihr daran, dass wir den grünen Pfeil drin haben. Da haben wir die Aktie auf die Watchlist genommen. Dann ist die Aktie hier in die Korrektur gegangen und hat dann hier mehrere Einstiegssignale kurz hintereinander geboten. Das eine Einstiegssignal eben am Punkt 2 hier
Vorher gab es auch noch einmal Trend im Trend, um hier einzusteigen in die Aktie. So, jetzt ist sie hier in diesem Bewegungsmodus nach oben, hat jetzt heute auch einen Korrekturtag, wie eben viele Aktien, andere Aktien heute auch. Wie kann man einsteigen, wenn man einsteigen möchte? Auch da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder natürlich beim Durchbruch durch das Hoch oder innerhalb der Korrektur beispielsweise, dass man mit dem Trick des Traders einsteigt. Das heißt, wenn die Aktie hier vielleicht auf das Ausbruchsniveau zurückkehrt, dann eine Position aufzubauen, eben mit einem Stop hier unter dem Tief. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, Adobe. So, auch sehr, sehr stark. Wir haben die Aktie auch lange im Rahmen unseres Screening-Dienstes gehabt, hier auf diesem Weg nach oben, zwischenzeitlich dann ausgestoppt worden. Jetzt sind wir wieder an den Hochs angekommen. Auch ganz klar sehe ich als sehr, sehr stark. Die Aktie, wie gesagt, ist jetzt gerade am neuen Hoch angekommen. Hier wäre es natürlich gut gewesen, beispielsweise hier den Einstieg über dem Hoch zu machen oder eben parallel jetzt hier an dieser Stelle, wo wir uns gerade befinden. Gerade wenn man auch sieht, dass der S&P 500 heute so ein bisschen an Stärke abbaut, sieht man aber, die Aktie ist eben sehr, sehr stark mit 2,5% heute vorne. Also von daher sehr positiv. Also wäre auf jeden Fall ein Titel, den man auf der Watchliste haben sollte. So, Lufthansa. Ich glaube, da will mich Dagmar aufs Eis führen, weil Lufthansa ist ja eine Aktie, die sehr stark zurückgekommen ist. Ich selber ja aber, wie du ja weißt, sag mal, kein Freund bin von gefallenen Engeln. Das heißt, eine Aktie, die sich hier halbiert hat, innerhalb dieses Jahres werde ich nicht anfassen auf dem Weg nach oben. Das heißt nicht, dass man das Ganze nicht machen kann, weil man hat ja wirklich hier auch eine starke Bewegung, wenn man sich das anschaut. Die hat natürlich jetzt vom Tief zum Hoch hin locker klar 20% gemacht, aber mir ist das einfach viel, viel zu schwach und ich handle halt grundsätzlich keine Aktien, die eben ja auf diesem Weg nach unten sind, sondern wie du ja weißt, eher Aktien, die besondere Stärke aufweisen und deswegen Aktien, die so grundsätzlich eher auf der Seite unterhalb der 200-Tage-Linie sind, versuche ich im Handel tatsächlich zu vermeiden. Also von daher auch hier bei Lufthansa. So, HelloFresh haben wir auch noch. HFG. Deutsche Aktie. Auch hier, wenn man sich das anschaut, die Aktie hat halt sehr lang korrigiert. Das Argument, was ich vorhin hatte, natürlich, wir sind oberhalb der 200-Tage-Linie, hier auch mit dem Gap, das ist natürlich sehr positiv gewesen. Man sieht das hier ganz gut, wenn eine Nachricht beispielsweise im Markt ist, dann sieht man sofort hier 10% und auch jetzt weiter nach oben. Jetzt hat die Aktie natürlich insgesamt schon eine recht starke Bewegung gemacht mit 30% etwa. Da stellt sich natürlich die Frage, will man jetzt an diesem Punkt einsteigen oder möchte man nicht lieber eine Korrektur abwarten? Und ich bin halt immer so ein Freund, der dann in solchen Fällen halt gerne lieber eine Korrektur abwartet, bevor ich in eine solche Aktie halt hinterher springe. Weil ich frage mich dann halt immer an so einer Stelle, wenn die Frage nach so einer Aktie kommt, warum hat man die Aktie nicht hier getradet, wo man vielleicht schon für 77, 78 Euro reingekommen ist, wo man hätte jetzt schon 10, 12% mitnehmen können. Weil die News, wenn sie da ist, kann man ja am Ende des Tages ideal für sich nutzen, selbst wenn man sie nicht im Tageschart kriegt, aber spätestens dann am nächsten Tag. Also hier, also da würde ich halt immer genau schauen. Also wenn man in solche Aktien hineinkommt, dann sollte man auf jeden Fall seinen Trading-Plan nochmal anschauen, ob der wirklich optimal ist, weil es ist so ähnlich wie bei Tesla jetzt. Es ist ja immer die Sache des Handelsplans. Wie kommt man in einen Trade hinein? Wir arbeiten ja nach dem Prinzip, machen einen festen Plan, wie du in eine Position einsteigen möchtest, bevor diese extremste Bewegung eben startet. Wir hatten vorhin das Beispiel mit Tesla. Hier ist es eben HelloFresh bei beiden.
ist im Regelfall eine Nachricht, die dahinter steht. Und dann finde ich, ist es immer schwierig, dann erst einzusteigen, wenn die Aktie schon nach dem Gap 10, 15% gestiegen ist. Also da würde ich auf jeden Fall dazu raten, immer zu schauen, einen Handelsplan zu haben, der es einem ermöglicht, wenn so eine Nachricht kommt, wenn ein Gap kommt, unabhängig jetzt, ob das HelloFresh ist oder vorhin Tesla, die ja 50% gestiegen ist, dann diesen Trade dann entsprechend umzusetzen, so wie wir das ja auch oft eben auch besprechen. Gut, dann schauen wir weiter. Maximilian fragt, du meinst, dass du nun keine neuen Positionen eröffnest, beziehst du das nur auf den Index direkt oder betrifft das auch Einzelaktien? Es betrifft gerade Einzelaktien, also Indizes, das wissen alle die, die mich schon länger kennen, handle ich sowieso relativ wenig. Also wenn ich sage relativ wenig, dann würde ich sagen, dass maximal 2% meiner Trades im Index stattfinden. Der allergrößte Teil, somit also weit über 90% aller Trades, finden eben entsprechend in den einzelnen Aktien statt, weil ein Index bewegt sich halt im Schnitt im Jahr zwischen 6 und 8%, während eben Einzelaktien, wie wir hier bei HelloFresh gesehen haben oder bei Tesla gesehen haben, eben mal schnell 20, 30, 40, 50%. Wie gesagt, wir hatten dich ja vorhin schon kurz angesprochen, alleine im letzten Jahr zwei Tesla-Trades, einer mit 40 und einer mit 50% Bewegung. Das ist mir viel, viel lieber als in Indizes. Das heißt, da halte ich mich in Indizes eher zurück, benutze das rein als Analysetool. Christian fragt nach CDNS. Okay, hier auch sehr schön zu sehen, die Aktie ist deutlich stärker als der Index hier unterwegs, hat neue Hochs hier zwischenzeitlich schon markiert, hat hier auch einen schönen Trend. Wenn wir mal ganz grob nur den großen Trend hier nehmen, hier runter, hier ein neues Hoch markiert, wieder korrigiert und wieder ein neues Hoch. Also das ist halt eine Aktie, Christian, die finde ich sehr interessant. Wenn du schon drinne bist, perfekt. Dann würde ich persönlich meinen Stopp unter den Tiefs halt führen. Und wenn man noch nicht drin ist, würde ich halt die nächste Korrektur abwarten. Wann ist für dich ein Punkt erreicht, dass du sagst, du steigst nicht mehr in den aktuellen Markt ein, dass er heiß gelaufen ist? Machst du das an Prozentsätzen fest? Wann ist es zu spät, in einen Markt aufzusprechen, springen? Gute Frage, Andreas. Also man kann das nicht an Prozentsätzen machen, weil wenn wir es an Prozentsätzen machen würden, dann hätten wir ja bei vielen Aktien, gerade Einzelaktien, das Problem, die sich sehr, sehr stark bewegen, die würde man eigentlich dann nie handeln, weil man eben gar nicht hinterherkommt, weil die eben sehr starke Bewegungen an den Tag legen. Es ist so das allgemeine Bild, was zusammenpassen muss. Ich mache jetzt den S&P 500 auf. Da kann man ganz gut sehen, der Markt hat sich jetzt hier doch relativ weit nach oben bewegt, ohne eine vernünftige Korrektur. Und dann setzen wir im Prinzip weitere Bestandteile eben mit dazu. Das heißt, wir schauen uns genau an, wie sieht die Volatilität in den Märkten aus, wie ist der Fear and Greed Index, was sagt das Put-Call-Ratio, also alles Dinge, die wir in unserer Ausbildung dann auch detailliert eben darauf eingehen. Die Teile bauen wir zusammen und daraus sagen wir dann ganz klar, das, was ich ja auch jeden Montag im Wochenausblick mache, für die Indizes. Das heißt, da kannst du dich ja immer ganz gut schon mal dran orientieren, zumindest was die großen Märkte angeht, wo ich dann halt sage, okay, da würde ich jetzt persönlich beispielsweise keine neuen Trades mehr eingehen im Markt, weil es mir zu weit vorangelaufen ist. Da warte ich dann entsprechend eher auf eine Korrektur. Also es ist nicht ein einzelner Bestandteil, sondern es sind eben viele einzelne kleine Dinge, die wir im Rahmen unserer Ausbildung dann in der Tiefe besprechen. Kannst du mal zwei Einstiege besprechen von Trades, die du hast? Ja, wir hatten ja gerade schon Netflix gehabt. Hier zum Beispiel haben wir im Rahmen von kleine Konten hier den Einstieg hier an dieser Stelle gemacht, als wir hier dieses Hoch gegangen sind, haben den Stop dann entsprechend hier unter dem letzten Tief gehabt. Dann kam es hier zur Korrektur, der Markt läuft hoch und jetzt sitzt der Stop halt hier in diesem Bereich. Die Aktie ist jetzt
ganz gut gelaufen vom Einstieg. Jetzt sind es zurzeit um die 9%, im Hoch waren es schon 11%. So, und das ist eben so der typische Einstieg, den wir eben sehr, sehr häufig haben. Ich kann auch noch eine andere Aktie zeigen, mal gerade kurz schauen. Im Xilinx. Auch hier haben wir gerade den Einstieg vor 3 Tagen gehabt. Aktie, den Trend mal gerade hier einzeichnen, nach oben gelaufen, korrigiert. Ganz grob nur erstmal der Trend. So, jetzt hier hinten ein bisschen feiner. So, hier die Korrektur und dann hier den Ausbruch dann mitgenommen. So, und das ist dann halt, wie ich dann versuche, eben sehr einfach in einen solchen Trade hineinzukommen. Wir haben auch noch einen Trade, den wir im Rahmen von kleinen Konten zwischenzeitlich aufgenommen haben. Muss ich gerade gucken. Ja, da ist er. Coast, auch ein Titel aus dem Screening-Dienst. Da haben wir hier die Konsolidierung genommen, um dann hier in den Trade einzusteigen. Ist auch zwischenzeitlich gut angelaufen. 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Wenn wir uns das anschauen, ist jetzt ungefähr, ja, gut 5% vorne seit dem Einstieg. AMP. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwierig, das Ganze zu machen. Wichtig ist halt, dass ihr einen festen Plan habt. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht das Geheimnis. Das ist ja auch das, was wir immer wieder sowohl in den Webinaren, aber vor allen Dingen ja auch in der Trader-Ausbildung immer sagen. Also das eine ist, den Screening-Prozess eben sauber zu machen. Also welchen Index möchte man handeln? Dann sucht man sich starke Aktien heraus und dann setzt man die mit den entsprechenden 3, 4, 5 Setups um, die man eben in seinem Handel halt gerne nutzen möchte. Und ihr seht ja auch die Titel, die wir jetzt hatten, auch aus dem kleinen Konten zum Beispiel oder eben auch aus der Trader-Ausbildung. Die laufen halt alle. Natürlich heißt es trotzdem nicht, dass jeder Trade ins Ziel geht. Das ist ganz außer Frage. Ist wie bei jedem anderen Trader halt auch. Die Trefferquote liegt dann bei den meisten tatsächlich dann so um die 50 bis 60%. Bei mir schwankt das immer so zwischen 57 und 58% Trefferquote. Aber es reicht halt, um dann tatsächlich so wie jetzt auch im letzten Monat eben einen Ertrag von gut 9,7% dann eben zu erreichen. Und das versuchen wir halt möglichst Monat für Monat dann nach diesem gleichen Vorgehen dann auch dann zu starten. Die Aktie AMP, wenn wir uns das anschauen, ist auf hoch, also von daher auch perfekt. Aktie ist auch hier sauber hochgelaufen. Fangen wir mal von hier aus an, wenn wir uns das anschauen. So, hier hoch, 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 hoch. Dann innerhalb eines Tages durchkorrigiert und jetzt halt wieder ein neues Hoch. So, also im Prinzip alles Kriterien, die ich als gut ansehe, hat die Aktie auch hier erfüllt. Also man sieht das ja hier, wenn man von hier unten sogar zeichnet, so hier runter, hier rauf, so. Und dann habt ihr halt hier den Aufwärtstrend. Das ist darauf, wo halt ich auch immer schaue. Wir werden auch dazu am Samstag und Sonntag bei Rendite Unlimited auch noch ganz viel sagen. Also wenn ihr noch am Anfang steht und vielleicht noch nicht so erfolgreich tradet, wie ihr euch das vorstellt, dann ist das vielleicht auch etwas für euch. Rendite Unlimited am Wochenende kostenfrei. Ich sage am Ende des Webinars dazu noch ein bisschen was. Wie gesagt, wenn ihr Aktien habt, bitte immer das Kürzel dazu schreiben. MELI. Ach, du bist ja immer am Ort hier. ML, ML, MELI. Nee, ME. Meli. Ja. Meli, genau. Ja, perfekt. Ja, ich persönlich würde die Aktie nicht handeln, weil sie eben keinen Trend gerade hat, der nach oben zeigt. Und ich bin halt ein Freund davon, Aktien nur zu handeln, Michael, wenn sie sauber nach oben geht. AZO. AutoZone. Auch hier eigentlich eine Aktie, die auf jeden Fall auf
Die Watchlist gehört, sehr, sehr schön gelaufen, wenn wir uns das anschauen, von Anfang September zu jetzt 20% plus in etwa, sauberer Trend, der hier, wenn wir uns den kleinen Trend mal anschauen, sauber nach oben läuft. Also finde ich, sehr, sehr gut. Eröffnest du neue Positionen, wenn der Markt gerade in der Korrektur geht oder eher, wenn in der Korrektur erneut eine Abwärtsbewegung gibt? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, Maximilian. Das hängt immer davon ab, wie die Konstellation zwischen Index und Aktie ist. Die schaue ich mir halt an. Also ich möchte natürlich nicht einsteigen, wenn der Index so wie jetzt beispielsweise absolut am Hoch steht, unbedingt in Einzelaktien. Denn wenn es dann zu einer Korrektur kommt, bin ich halt sehr schnell aus meinen Positionen wieder raus. Das missfällt mir natürlich. Allerdings ist es natürlich auch schwer, in der Korrektur genau das Tief zu bekommen. Dazwischen ist eigentlich so die Kunst. Und dafür nutzen halt unser Team und ich und unsere Kunden halt eine Strategie, nach der wir eben versuchen, dann entsprechend hineinzukommen, wenn Index und Aktie entsprechend gut aussehen. Gehst du mit dem Einstieg rein nach Tag oder suchst du ihn auch auf Stunde, fragt Hans. Ja, ich suche halt beides und nutze auch beides. Das hängt halt tatsächlich immer davon ab, in welcher Marktphase wir uns befinden gerade und natürlich auch, welche Stopgrößen ich am Ende des Tages habe. Und bevor die Frage kommt, das kann man nicht prozentual sagen, mit wann man jetzt das oder das macht. Auch das hängt am Ende des Tages immer von zwei, drei Faktoren ab im Handel, worauf man einfach achten muss, wenn man als Trader unterwegs ist. Die einfachste Art des Tradings ist und bleibt tatsächlich, je größer die Zeiteinheit, desto höher die Trefferquote. Das kann man erstmal pauschal sagen. Und je kleiner die Zeiteinheit, desto kleiner die Trefferquote. Allerdings aufgrund der Mehrzahl der Trades wird dadurch natürlich, wenn man, und das ist immer der Punkt, profitabel ist, dann der Gewinn generiert. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Denn ich sage mal, ein Investor hat im Regelfall Trefferquoten um die 80% und hat dann entsprechend seine Performance, die auch im zweistelligen Bereich liegt. Die Trader auf Tagesbasis, die haben dann eben solche Trades, wie wir uns die wir uns jetzt gerade anschauen. Unabhängig davon, ob das jetzt hier AutoZone ist oder Tesla oder eben auch Netflix, die wir ja vorhin uns angeschaut haben, oder Xilinx, die wir ja auch in unseren Depots haben. Das ist relativ gut, weil da hat man recht hohe Trefferquoten. Und je kleiner jetzt die Zeiteinheit wird, Stundenchart beispielsweise, da ist es sehr stark marktphasenabhängig, ob man besser in der Stunde oder eben besser im Tag handelt. Also da ist dann, muss man halt wirklich schauen, was passt gerade zu dem, was man da gerne machen möchte. Aber grundsätzlich handle ich eben alle Zeiteinheiten als Investor sowieso die ganz großen, aber eben auch viel Tages- und Stundenchart und wenn es News gibt und ich am Platz bin, auch gerne Intraday. Hast du eine Regel, um den P3 festzulegen? Ja, man muss halt, es muss halt ein sichtbares Tief sein. Also so wie jetzt hier, es sollten schon mehrere Perioden sein. Also eine Periode jetzt wie beispielsweise bei Tesla, wir gesehen haben, das ist mir hier immer zu wenig, um das als Korrektur zu nehmen. Man kann das natürlich am Ende, ist es ja so, Fabian, ihr müsst halt, und da dreht sich im Prinzip das Ganze immer im Kreise. Ihr braucht einfach einen Handelsplan. Der muss ganz klar definieren, wann wollt ihr in eine Position einsteigen? Was ist eine Bewegung? Wie sieht die Korrektur für euch aus? Mit welchem Setup wollt ihr am Ende des Tages in den Markt gehen? Wann steigt ihr auch aus einer Position wieder aus? Also all diese Dinge, die gehören halt am Ende des Tages in einen Handelsplan. Und nur dann hast du eigentlich die Chance, langfristig erfolgreich zu sein im Markt. Und dann ist das eigentlich der erste Bau. Der zweite ist dann, sich an seinen Handelsplan auch zu halten. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, im Trading 1 und 1 ist 2, also dass wir alle nach dem gleichen System agieren, sondern natürlich kopiert man die guten Dinge
und baut den Rest dann aus den eigenen Dingen. Aber am Ende des Tages kommt dann eigentlich der wichtigste Teil, nämlich das Trading Journal, wo man dann die Auswertung macht, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Und diese drei Bestandteile zusammen, inklusive eines guten Risk Management und einer guten Psyche als Trader, führen dazu, wenn man diese fünf Dinge zusammenbringt, dass man ein außerordentlich guter Trader wird, der dann eben auch mehr als 10-15% Performance im Jahr macht. Daniela sagt, beim Einstieg in Coast hätten wir nur einen Tag Korrektur gehabt. Das stimmt nicht, weil wir haben hier ganz, ganz viele Korrekturtage, als wir den Einstieg hier gemacht haben. Also ne, ganz klar zu sehen, der Markt hat hier zwar das Hoch gewesen und hier gibt es ganz viele Tage, 1, 2, 3, bevor dann der Markt nach oben gegangen ist. So, manche Aktien sehen sehr gut aus, aber haben gerade neue Hochs gebildet. Nimmst du diese dann ebenfalls auf deine Watchliste? Also grundsätzlich nehme ich alles auf die Watchliste, was gut aussieht. Nicht mehr allerdings als 10, maximal 12 Werte über alle Märkte hinweg. Also das mal so ganz grob. Das ist auch immer die größte Herausforderung in der Trader-Ausbildung bei uns, wo wir uns ja sehr viel mit dem Thema Screening und die besten Aktien im Markt beschäftigen, wie jetzt beispielsweise hier Costco, wo man dann einsteigt und innerhalb von nur einer Handelswoche eben 5% Performance einfach einfahren kann. Also es wird immer genau danach geschaut, was sind die stärksten Titel, und um da ein gutes Gefühl für zu bekommen, decke ich das mal so ein bisschen auf, was wir in der Ausbildung machen. Da gehen wir wirklich dann durch die Märkte durch, durch den Nasdaq, durch den S&P 500. Jeder analysiert auch Aktien, das geht immer so hintereinander weg. Und immer nur dann, wenn 90% der Teilnehmer der Meinung sind, das ist eine super gute Aktie, dann kommt sie auf die Watchliste. Und das Ziel ist eben, 10 bis 12 Werte insgesamt zu bekommen. Nicht aus dem Nasdaq und zusätzlich noch aus dem S&P 500, sondern insgesamt. Denn mehr Titel braucht es eigentlich nicht, weil die meisten von uns eh weniger als 4, 5 Werte oder maximal 4 bis 5 Werte eigentlich gleichzeitig in ihrem Trading-Portfolio haben. Wenn es nachher 10 sind, dann sucht man sich halt 15 oder 20 Werte raus. Aber das ist eben der Bereich. Das heißt also, alles, was super aussieht, also besser aussieht als der Markt, geht auf die Watchliste, aber eben aus diesem, ich sag mal, aus diesem ganzen Bereich, also wenn alle positiven Märkte da wären, also auch wenn DAX und MDAX gut aussehen würden, dann würden wir aus allen zusammen nur 10 bis 12 Werte, und das sind dann tatsächlich die 10 bis 12 stärksten Werte, die wir halt heraussuchen. Also das war der erste Teil. Nimmst du sie dann auf die Watchliste? Ja, denn ein Einstieg wird dort ja schwer, außer Aktien würden innerhalb einer Woche korrigieren. Ja, die Watchliste ist ja nicht dafür da, dass ich die jetzt baue und dass ich heute sofort einsteige, sondern die Watchliste erstellen wir einmal in der Woche. Und das ist bei uns meistens am Montag. Und dann werden wir die im Laufe der Woche eben nutzen, um dann hier einen Einstieg in den entsprechenden Werten zu machen, so wie wir uns das vorhin schon angeschaut haben, bei den Titeln, die wir ja auch vorhin besprochen haben, ob das Xilinx war, ob das jetzt Costco war oder auch entsprechend Tesla. Also es ist eigentlich immer die gleiche Herangehensweise. Und wie ziehst du die Stops meistens nach? Ja, im Prinzip immer auf den Punkt 3, also auf den Tiefpunkt der letzten Korrektur. So, dann haben wir Andreas, PAYX. Okay, finde ich auch sehr guter Titel. Was soll ich auch anderes sagen? Ihr seht hier schon den grünen Pfeil. Wir haben die Aktie vor, wie lange ist das her, 11. Ja, 3 Wochen auf die Watchlist aufgenommen. Dann haben wir gesehen, gab es hier die Umkehrkerze. Hätte man gut als Einstiegsmöglichkeit nutzen können. Man hätte auch im Hoch einsteigen können. Man hätte auch den Stundenchart nutzen können. Schön nach oben gelaufen hier, 124,21. Heute neues Hoch markiert. Das heißt, der Stop wird jetzt beispielsweise hier am Tief im Tageschart sitzen. Anne schreibt, wenn ich mit einer Aktie unter Wasser bin, aber noch nicht ausgestoppt, würdest du aussteigen oder abwarten, bis sie sich erholt? Naja,
Wenn ich einsteige, nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier in Paycheck eingestiegen, entweder hier nach der Umkehrkerze oder auch hier am Hoch, je nachdem. Dann habe ich ja einen Stopp sitzen. Ich würde jetzt keinen Grund wissen, warum ich jetzt, wenn die Aktie jetzt nicht nach oben gelaufen wäre, sondern gehen wir mal ruhig ein Stück zurück. Nehmen wir an, ich bin jetzt eingestoppt worden und die Aktie, das ist ja die Frage von dir, die Aktie läuft jetzt so. Wieso sollte ich aus der Aktie jetzt aussteigen? Also daran sieht man, ich wiederhole mich da, aber und es ist auch gar nicht böse gemeint, aber dann habt ihr keinen Handelsplan. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann habt ihr halt keinen Plan. Und wenn ihr keinen Plan habt, dann wird es halt schwierig, profitabel zu sein. Fragt euch wirklich mal selber. Ihr wisst es doch sowieso, ob ihr mit eurem Konto im Plus oder im Minus seid in diesem Jahr. Wenn ihr nicht im Plus seid und keinen Handelsplan habt, naja, dann dürft ihr euch am Ende des Tages auch nicht wundern, weil man muss einen Plan haben. Das ist ja genauso, wenn ihr von heute von A nach B fahren wollt und ihr wisst aber nicht, wie ihr da hinkommt und auch kein Navi habt, dann ist es halt total schwierig. Und das ist im Trading noch viel schwieriger, denn ihr kämpft ja am Ende des Tages, wollt ihr alle Geld gewinnen an der Börse, genau wie wir auch. Und das sind ja ganz, ganz viele Marktteilnehmer. Und natürlich kann man hoffen, dass es Marktteilnehmer gibt, die noch weniger Plan haben als man selber. Aber die meisten haben halt schon irgendwie einen Plan. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Trader, die sehr, sehr erfolgreich sind. Das heißt, die machen die Arbeit sehr, sehr gut. Die haben einen festen Plan. Die wissen genau, wann sie was tun. Und wenn ihr selber diesen Plan nicht habt und immer wieder fragt, ja, aber in solchen Situationen, wie gehe ich damit um, zeigt mir das ja, dass ihr doch keinen Handelsplan habt. Und dann solltet ihr euch wirklich, wirklich, und das ist wirklich gut gemeint, die Zeit nehmen, einmal genau darüber nachzudenken, wann wollt ihr denn überhaupt was handeln? Das ist das, was am Ende des Tages so extremst wichtig ist. Und ich lade euch herzlich dazu ein, am Wochenende, gerade wenn ihr noch nicht den Plan habt, tatsächlich zu Rendite Unlimited an diesem Wochenende mit dabei zu sein. Ist ein kostenfreies Veranstaltung online. Da kriegt ihr alle Informationen auch auf meiner Webseite marelüdemann.com. Hier einfach auf Beginner klicken und da könnt ihr euch kostenfrei anmelden am kommenden Wochenende. Wie gesagt, Samstag geht es um Thema Investment und am Sonntag ums Thema Trading, weil da sprechen wir auch über die Dinge, was gehört alles in den Handelsplan rein, weil das ist wirklich wichtig, Anne, dass du wirklich, und das gilt für alle anderen auch, wirklich wisst in jeder Situation, wie wollt ihr hier am Ende des Tages agieren. So, Fabian fragt, nutzt du den RSI? Nein, ich nutze überhaupt keine Indikatoren im Chart, außer den gleitenden Durchschnitt. So, ZTS. So, ja, neue Hochs markiert, schön in die Korrektur gelaufen, sehr, sehr gut bei uns im Gesundheitssektor. Die Aktie gefällt mir gut, hat hier auch schön den Sprung über das letzte Hoch gemacht, schön korrigiert bis ans letzte Hoch eigentlich. Ein guter Kandidat auf jeden Fall. Benjamin fragt, würdest du bei Coast jetzt mit Gewinnmitnahmen arbeiten? Nein, Benjamin, würde ich nicht, sondern ich würde die Aktie einfach laufen lassen, weil hier ist ja der Ausbruch gewesen. Natürlich ist die Aktie jetzt schon, wenn wir uns den Stop anschauen, hier unten den Stop ja hatten und hier sind wir eingestiegen, dann ist die Aktie natürlich schon schön mit 2 R vorne. Worüber man natürlich nachdenken kann, und in die Richtung denkst du ja wahrscheinlich auch, ob es vielleicht Sinn macht, irgendwann auf dem Weg nach oben hier bei 3 oder 4 R vielleicht drüber nachzudenken, einen Teil der Position aufzulösen. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich möchte natürlich so eine Aktie auch so weit wie es geht laufen lassen. Denn stell dir mal vor, hier hätten wir bei einem CAV von 2 oder 3 die Position glattgestellt. Also zwischenzeitlich ist eben Tesla mehr als 10 R vorne. Also im Tageschart möchte ich die Aktien, wie du weißt, so weit wie es geht laufen lassen, anders als Intraday, wo wir ja darüber gesprochen haben, wo ich sehr viel mit Gewinnmitnahmen arbeite. Hier möchte ich eben die Aktie möglichst, möglichst weit laufen lassen.
im Zweifelsfall kleine Gewinnmitnahmen, aber am Ende des Tages möchte ich halt genau solche Aktien haben, denn wir brauchen am Ende des Tages, und ich hoffe, ist okay, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzähle, wir brauchen doch am Ende des Tages als Trader tatsächlich diese Aktien mit diesen riesen Gewinnen auch, weil die meisten Trades, die wir machen, sind doch typische Brot- und Butter-Trades. Das heißt, wir haben kleine Verluste, kleine Gewinne. Im Regelfall sind die Gewinne natürlich größer als die Verluste, aber wenn man sich das anschaut, ich sag mal, wenn ich ein Risiko von 100 Euro habe, habe ich halt häufig Gewinne, die sich vielleicht im Bereich von 1 bis 200 Euro bewegen. Auf der Verlustseite sind es dann ja meistens irgendwie um die 70, 80 Euro, auch wenn ich einen Stop von 100 hatte. Ich kann ja den Stop auch meistens nachziehen. Aber da sieht man schon, das sind ja meistens ganz kleine Gewinne. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass man zwei, dreimal ausgestoppt wird. Und dann braucht man auch mal so eine Aktie wie jetzt hier eben in Tesla oder in Costco, die dann eben 4R, 5R, 10R und mehr einfach machen, damit wir auch mal einen richtig schönen Gewinn haben. Ne? Wo man dann wirklich sagen kann, Mensch, wenn ich 100 Euro Risiko habe, ich habe jetzt auch mal 1.000 Euro, bin ich vorne und mehr. Das macht ja auch Spaß, wenn man ein größeres Konto hat. Weißt du ja auch, Benjamin, wir haben ja auch drüber gesprochen in der Ausbildung. Wenn man vielleicht mit 200 Euro, 500 Euro oder 1.000 Euro Risiko arbeitet, dann macht das ja auch Sinn, einfach mal ein Vielfaches zu haben. Aber ich weiß natürlich, es ist diese emotionale Geschichte. Aber damit kannst du dem einfach entgegenwirken, indem du tatsächlich einen kleinen Teilverkauf machst, weil du dich dann einfach am Ende des Tages natürlich besser fühlst. Auch das gehört in den Handelsplan ja mit rein, wie wir das auch besprochen haben, damit das wirklich auch dann immer nach dem gleichen Muster stattfindet. Carsten fragt, welchen Handelsplatz nutzt du und wie gehst du mit den Spreads außerhalb der Handelszeit um? Erstens, Carsten, handle ich nicht außerhalb der Handelszeit und zweitens nutze ich immer den Haupthandelsplatz, das ist in Deutschland halt Xetra. Und in den USA gehe ich ganz normal, nutze ich das Order-System Smart, das sucht dann den Platz, wo ich die günstigste Order bekomme. So, was hältst du von MAA? Ja, auch hier grundsätzlich natürlich zu sagen, die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, was erstmal grundsätzlich sehr gut ist, ist jetzt hier gerade im Korrekturmodus, gefällt mir meist nicht so gut, wenn die Aktie jetzt von den Hochs aus schon hier 5% auch zwischenzeitlich korrigiert hat, weil der Gesamtmarkt eben nicht mitgefallen ist. Deswegen würde ich die Aktie persönlich nicht auswählen, aber sie kann sie natürlich traden, weil sie eben einen Aufwärtstrend hat. So, MMC. Ja, dasselbe Spiel in Grün. Im Prinzip gibt es da nichts anderes zu sagen wie vorhin auch. Die Aktie hat einen Trend, der nach oben zeigt, aber würde zum Beispiel nicht dementsprechend, Maximilian, nach den Kriterien, nach denen wir halt arbeiten, weil die Aktie eben nicht die Stärke aufweist, die ich als Trader gerne sehen möchte. Also da kann ich immer nur sagen, also weil du ja mich fragst, also grundsätzlich ja, ich persönlich aber nein, weil sie mir einfach viel zu schwach ist. So, letzte Frage, die bis jetzt da ist. Also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne noch in den Chat schreiben. Nimmst du jede... FTNT. Sorry, FTNT. So, auch hier sauberer Trend erstmal. Also der Markt ist hier hoch, ist jetzt gerade im Korrekturmodus, was mir hier gut gefällt. Die Aktie ist hier an die alte Ausbruchsmarke hier herangelaufen, kann man ganz gut sehen, so knapp oberhalb der 320, baut sich jetzt hier gerade wieder auf. Und wenn die Aktie jetzt hier durch die Hochs durchgeht, dann kann man die auf jeden Fall wieder nutzen. So, jetzt Thomas, nimmst du jede Woche komplett neue Aktien? Nee, mache ich nicht. Das würde ja auch eigentlich total unsinnig sein, wenn ich eine Watchlist habe. Ich lösche die am Freitag und mache mir die ganze Arbeit wieder von vorne, sondern ich schaue halt tatsächlich auch bei meiner privaten Watchliste immer danach, welche Titel aus der Watchliste sehen denn noch gut aus. Die schlechten lösche ich raus und die fülle ich dann halt wieder auf, so dass ich immer so im Schnitt dann auf die 10 Aktien komme. Das ist eigentlich immer das gleiche Vorgehen. Also ich lösche die nicht raus, weil dann lösche ich die raus und muss sie anschließend wieder reinfügen, wenn die gut aussehen. Das ist ja doppelte Arbeit. Also das
Mache ich nicht. An welchen Kerzen erkennt man am besten den Trend, Tageskerzen oder kürzere Intervalle? Also ich gucke beim Trend tatsächlich nur auf den Tageschart. Wochenchart ist mir zu groß, Stundenchart ist mir zu klein. Also wenn ich erkennen möchte, ob ein Markt nach oben läuft, so wie jetzt hier auch bei der Beurteilung, das machen wir auch innerhalb der Ausbildung immer so, schaue ich immer nur auf den Tageschart. So, bei Nvidia bin ich jetzt bei 14%. Das ist erstmal super. Der Tagesintervall sieht gut aus. In kürzeren Intervallen entsteht ein Seitwärtstrend, Gewinnmitnahme oder weiterlaufen lassen. Also ich habe die Aussage von vorhin schon, Michael, ich im Tageschart bin gar kein Freund davon, Gewinne mitzunehmen, sondern ich lasse die Trends am liebsten laufen. Also auch das ist ja ein Punkt am Ende, vielleicht noch kurz angefügt, wo ihr euch, ne, Handelsplan, es ist und bleibt der Handelsplan. Wenn in eurem Plan steht, ich möchte grundsätzlich, keine Ahnung, aussteigen bei einem CAV von, weiß ich nicht, 2, 3, 4, was auch immer, dann macht das ja Sinn, das in den Plan zu schreiben und dann macht ihr das halt immer. Aber der Prozentsatz sagt ja nichts aus, denn wenn du sagst, du bist 14% vorne, aber der Stop war beispielsweise 10%, dann hat man halt nur ein CAV von 1 zu 1,4, was mir viel zu klein wäre, um drüber nachzudenken, ob ich da jetzt aktiv werden möchte oder nicht. Also je genauer ihr euren Plan festlegt, und das ist etwas, was wir eben sehr gewissenhaft auch machen im Rahmen der Ausbildung, weil das ist wirklich so wichtig, desto weniger Fragen kommen im Trading auf. Und wir sehen das ja hier in dem Webinar, wie oft Fragen zu einem bestimmten Bereich kommen innerhalb eines Trades, wo man dran eben sehen kann, dass ihr noch nicht auf der Stufe seid, dass man sieht, dass der Plan so wichtig ist, weil ihr habt das alle schon gehört, dass ein Tradingplan wichtig ist. Aber es dann tatsächlich umzusetzen, den Tradingplan, also sich wirklich aufzuschreiben, ihn umzusetzen, dann nachzuarbeiten im Rahmen des Trading Journals aus den positiven und negativen Trades das Maximum rauszuholen, indem man das Ganze hinterher auch richtig analysiert. Um auch da vielleicht ein kleines Beispiel zu bringen aus der vorletzten Trader-Ausbildung von uns, als wir in München waren. Da war ein Teilnehmer dabei, der hat mit kleinen Konten angefangen, hat dann die Trader-Ausbildung gemacht, hat über 1000 Trades in einem Jahr gemacht, hat einen fünfstelligen Gewinn auch gemacht in dem Jahr. Und hat sich dann an die Auswertung herangemacht. Das heißt, er hat immer schon geschaut, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, aber am Ende dann sich seinen Tradingplan angeschaut und festgestellt, wenn er sich an seine Regeln gehalten hätte, was sein Stop-Management und angegangen wäre, dann wäre der Gewinn 4 bis 5 Mal so hoch gewesen, als er tatsächlich war. Das heißt, obwohl er im Gewinn war, hat er sich die Arbeit gemacht, 1000 Trades, das muss man sich mal vorstellen, 1000 Trades innerhalb eines Jahres, das ist erstmal eine gigantische Leistung, als Trader neben seinem Beruf 1000 Trades zu machen, diese dann noch zu analysieren, um dann festzustellen, Mann, obwohl ich im Gewinn bin, fünfstellig wäre es besser gewesen, mich an meine Regeln genauer zu halten und diese auch sofort immer abzuchecken, um dann einen höheren Gewinn aufzulaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, er weiß es jetzt und macht es. Und das ist eben das, was das Wichtige ist. Ob diese Erkenntnis nach 1000 Trades kommt, manchmal ist es besser, man sieht schon nach 200, dann ist man halt früher am Start. Aber er macht es und das ist eben ein großes Lob. Und deswegen haben wir auch gesagt, er hat dann gesagt, ich kann das auch gerne erklären. Und dann hat er auch einen Vortrag innerhalb des Seminars gehalten, so wie auch beim letzten Seminar jemand seine gesamte Geschichte erzählt hat, wie es funktioniert und wie er erfolgreich geworden ist. Aber das ist am Ende eigentlich immer das Ding. Also am Anfang die Idee, dann der Handelsplan, dann die Umsetzung und anschließend das Trading Journal nicht nur führen, sondern auch tatsächlich dann auch auswerten. Und aus dieser Auswertung heraus dann wieder seinen Tradingplan aktualisieren, wenn es nötig ist, und diesen dann entsprechend auch umsetzen. So, kommen wir zum Ende langsam. BEN. Ja, auch hier sehr schön. Die Aktie hat hier ein Gap gemacht, was auch recht stark war. Kann man auch von ausgehen, dass es hier fast im Regelfall immer nachrichtengetrieben ist. Dann hat die Aktie hier ein neues Jahreshoch markiert, macht jetzt das, was die Aktie auch machen sollte nach dieser starken Bewegung, geht in den Korrekturmodus. Auch das ist das, was man standardmäßig erwarten darf. Und dann hier aus der Korrektur versuchen, einen neuen Trade aufzusetzen. Finde ich gut, wenn du schon drinne bist, Manuel, umso besser. Dann bist du schon richtig gut im Gewinn mit dem Trade hoffentlich.
Und wenn man auch nicht drin ist, wie gesagt, dann würde ich halt schauen, ob man jetzt hier im Rahmen der Korrektur in einen solchen Trade hineinkommt. So, und Daniela fragt noch zum Schluss, was ist eine Umkehrkerze? Genau, also Umkehrkerzen, ich zeichne mal eine ein, ist im Regelfall, wenn der Markt jetzt so wie hier zurückläuft und dann beispielsweise die morgige Kerze so aussehen würde, wie das, was ich jetzt hier versuche zu zeichnen. Das heißt, die Aktie macht hier auf an der Position, fällt im Laufe des Tages herunter und schließt am Ende des Tages wieder auf dem Niveau, wo es aufgemacht hat oder leicht im Plus. Dann redet man im Regelfall von einer Umkehrkerze und die haben halt im Regelfall eben den Vorteil, dass innerhalb eines Tages, gerade wenn man hier so sieht, was hier an Bewegungen jetzt so, wie wir das eingezeichnet haben, auch stattgefunden haben, vom da nach unten ist es halt 4%, das Ganze wieder nach oben gelaufen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Umkehr und wenn die dann im Rahmen eines solchen Musters auftritt, dann hat man eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier das Ende beispielsweise der Bewegung nach unten oder der Korrektur halt stattgefunden hat. Ja, das waren wieder viele Fragen von euch zu vielen unterschiedlichen Aktien. Wie gesagt, die meisten Aktien, die ihr rausgesucht habt, sehen gut aus. Selbst wenn ich mal sage, ich würde sie nicht handeln, heißt es ja nicht, dass man sie grundsätzlich nicht handeln kann, sowas wie Lufthansa oder so. Ich bin halt nur kein Freund davon, eben entsprechend schwache Aktien zu handeln, sondern bin eher ein Freund von starken Aktien. Und wie gesagt, ich würde hier gerne noch an dieser Stelle einmal kurz nochmal auf Rendite Unlimited hinweisen. Das ist unser Einstiegsseminar für Trader und Investoren am kommenden Samstag. Und Sonntag findet ihr über meine Webseite marelüttemann.com und dann könnt ihr auf kostenfrei mit dabei sein, wenn ihr den Gutscheincode RU100 nehmt. Ist immer von 9:30 Uhr bis 13 Uhr, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Am Samstag geht es in erster Linie, wie schafft man es, zweistellige Renditen als Investor zu machen? Und am Sonntag geht es um unterschiedliche Trading-Strategien, warum ich eben auch sehr viel Wert auf News lege und wie ich diese dann im Handel umsetze. Ja, und dann freue ich mich, wenn viele von euch mit dabei sind. Viele waren ja auch schon mit dabei. Ich habe hier auf die Liste geschaut, wer heute alles mit dabei ist. Also ganz, ganz viele Teilnehmer kenne ich auch persönlich. Also von daher, ihr wisst ja, was die Kunden dort erwartet. Aber grundsätzlich sage ich hier an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Webinar, dass ihr mit dabei gewesen seid und gebe dann zurück an den Nelson. Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Webinar, Mario. Hat wieder Spaß gemacht und natürlich viel Erfolg jetzt am Wochenende. Ich selbst habe ja die Veranstaltung auch schon mal besucht. Lohnt sich definitiv. Und vielen Dank natürlich an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren, aber auch hier aktiv mitgemacht haben. Ich glaube, ich darf an der Stelle verraten, dass wir nächstes Jahr auch wieder mit Mario Veranstaltungen und Webinare machen werden. Darauf freue ich mich und Sie werden natürlich dann rechtzeitig über die Termine informiert. Und bis dahin noch einen schönen Abend, morgen noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.